Peace. Es ist wirklich dunkel, ich glaube, man kann mich nicht so richtig sehen. Aber ist auch scheißegal, ich werde jetzt diesen dunklen Pathway hier hinablaufen und euch von etwas erzählen, was ich vorhabe, weil mich interessiert, wie ihr das seht und mich interessiert, was so eure Meinungen sind. Also fühlt euch frei, alle möglichen Gedanken in die Kommentare zu schreiben. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Einfluss auf meine Pläne haben wird, weil ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass ich das ausprobieren möchte, aber vielleicht bringt ja jemand irgendeine Perspektive dazu, die ich selber noch nicht bedacht hatte, oder bringt mich auf irgendeine Idee oder sowas. Deswegen mache ich dieses Video. Und zwar, um einfach direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, habe ich vor, auf dem Let's Brick-Kanal nicht ausschließlich, aber auch englische Videos zu produzieren. Das heißt, ich kann mir vorstellen, zum Beispiel mal ein Let's Play-Projekt einfach auf Englisch zu machen, anstatt Deutsch zu reden. Oder ein Video, wo ich mich hinsetze und einfach irgendwas erzähle, so wie ich es hier auf dem Je-Kanal halt auch häufiger mache. Nur einfach auf Englisch. Das denkt man sich vielleicht erstmal, aber du sprichst doch hauptsächlich Deutsch, warum? Und das hat ein paar einfache Gründe, die ich sogar ziemlich triftig finde. Sagt man doch, oder? Triftige Gründe. Auf jeden Fall sehr gewichtige Gründe, sag ich so. Und zwar erstens, dass wir, da hinten kommt gerade jemand mit dem Hund, ist mir ein bisschen unangenehm, dass ich mein Handy labe. Wo war ich? Ach ja, genau. Erstens, dass wir einfach halt in einem Zeitalter leben, in dem wir übers Internet mit allen Menschen auf der Welt verbunden sind. Und es fühlt sich irgendwie verschwendet an, Dinge auf einer Sprache zu erzählen, die nur so wenige Leute verstehen. Nämlich nur Leute, die Deutsch sprechen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also, gerade wenn ich irgendwas erzähle, wo ich die Hoffnung habe, jemandem irgendwas mitgeben zu können, ergibt es für mich mehr Sinn, auf einer Sprache zu sprechen, die mehr Menschen verstehen. Der zweite Grund wäre, dass ich selber halt auch mir mega viel englischen Content gönne, weshalb ich auch in vielen Situationen tatsächlich in Englisch denke. Ich führe viele Selbstgespräche auf Englisch. Englisch ist einfach... Also ich versuche allgemein einfach Englisch mehr zu etablieren in mein Leben, weil ich das für sehr sinnhaft halte. Und das wäre halt eine mega Art für mich selbst, Englisch zu üben. Halt selbst Content auf Englisch zu produzieren. Ich feiere das halt auch selber, wenn ich so Content Creator sehe, die von sonst irgendwo kommen, die aber einfach Englisch sprechen. So, bestes Beispiel vielleicht einfach PewDiePie. So, der ist Schwede, aber der macht einfach Content auf Englisch und jeder auf der Welt kann ihn verstehen. Also jeder ist jetzt der... sehr generalisiert ausgedrückt, ihr wisst, was ich meine. Und das feiere ich einfach. Und gibt es einen dritten Grund? Ich habe so das Gefühl, die ganze Zeit drei Dinge aufzählen zu wollen. Ja, verdammt, ey. Ich habe mir keine Notizen gemacht oder keine Gedanken darüber gemacht, was ich sagen will, sondern habe einfach drauf losgeredet. Ich könnte schwören, es gibt einen dritten Grund. Jetzt fällt es mir einfach nicht ein. Das Ding ist, der Gedanke kam auf bei mir überhaupt erst, weil ich Smash-Content auf Englisch machen wollte. Mit der einfachen Begründung, dass ich halt mit dem Smash-Content, den ich mache, was zur Smash-Community beitragen wollte. So, es gibt zum Beispiel nicht so viel Content über Mr. Game & Watch, aber ich habe einige Dinge über Mr. Game & Watch gelabt und rausgefunden, die man jetzt nicht so easy auf YouTube finden kann. Ich will nicht sagen, ich habe neuen Shit über diesen Charakter rausgefunden, aber es gibt keine, zumindest nicht viele, schön aufbereitete Videos über diesen Charakter. Die hätte ich dann gerne gemacht, auf Englisch. Ergibt nur Sinn, damit die auch jeder verstehen kann. Und dann habe ich immer weiter darüber nachgedacht, warum mache ich nicht alles Mögliche auf Englisch? So, vielleicht hat man es auch schon mitbekommen, ich rappe auch teilweise auf Englisch. Englisch ist einfach eine Sprache, bei der ich finde, dass es Sinn ergibt, sie gut zu beherrschen und sie auch zu benutzen, gerade im Internet. Und deshalb wollte ich diesen Schritt einfach mal gehen. Quasi mit meinem Kanal Englisch zu lernen, mit meinem Kanal auch andere Leute zu erreichen, die eben sonst was ich für eine Sprache spreche. Also jemand, der aus Russland kommt, aber eben Englisch spricht, weil es die Weltsprache ist, kann sich dann ein Video angucken und versteht, was ich sage. Den Gedanken finde ich mega abgefahren.
wie schon gesagt, so wie ich einfach selber irgendein Video von irgendwem aus Lettland angucke und der spricht Englisch und deswegen verstehe ich ihn. Das feiere ich halt einfach. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für einige von euch nicht so cool ist, weil gerade die jüngeren Leute von euch wahrscheinlich nicht so gut Englisch sprechen und wahrscheinlich nicht bei allem so easy folgen können. Wobei ich auch sagen muss, dass ich jetzt nicht das größte Fach Englisch spreche oder so. Ich würde mich natürlich auch erst so richtig reinfinden müssen und Wege finden müssen, mich selbst auszudrücken auf dieser anderen Sprache eben. Aber ich glaube halt, dass das ein Schritt ist, der mir in meiner persönlichen Entwicklung wirklich gut tun könnte. Und vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen von euch ganz cool. Vielleicht lernt ihr dann auch was dabei. Und was ich mir auch gedacht hatte, war, man kann ja Untertitel und sowas machen. Ich würde halt lieber auf Englisch sprechen und deutsche Untertitel machen, anstatt auf Deutsch zu sprechen und englische Untertitel zu machen, weil es mir persönlich auch wichtig ist, Aussprache etc. etc. zu verbessern. Und ich möchte halt einfach richtig fluent werden. Und dazu kommt auch, wir sprechen ja eh schon mega viel Englisch. Also selbst wenn es nur Anglizismen sind, man bekommt ja mit, dass Englisch ein großer Bestandteil in unserem natürlichen Sprachgebrauch ist. Was eben an all den Dingen liegt, die ich auch schon aufgezählt habe, dass wir halt viel englischen Content uns reinziehen, dass wir auch zeitweise häufig mit englischsprachigen Leuten zu tun haben und so weiter. Und ja, ich habe jetzt sehr unstrukturiert im Kreis geredet und mich auch sehr oft wiederholt. But you get the point. Da wollte ich einfach mal wissen, was eure Gedanken dazu sind. Vielleicht hat ja echt der ein oder andere irgendwas zu sagen, was bei mir dann noch einen neuen Gedankengang sparkt in meinem Kopf. Aber ja, der Plan ist nicht, dass ich jetzt nur noch Englisch reden werde in Zukunft. Aber der Plan ist, dass ich auf jeden Fall anfange, es auch zu tun. Ich hatte mir halt überlegt, dass ich dann so in die... Ich habe erst überlegt, ob man einen extra Channel macht oder bla bla, aber ich habe keinen Bock mehr, die Dinge immer so krank durchzukonzeptionieren. Das ist eh so ein großes Problem in meinem Leben, dass ich immer so Strukturen haben will und alles muss so stimmen, alles muss genau. So, das ist keine Ahnung, das ist so ein bisschen neurotisch bedingt, dass immer alles so clean sein muss und alles muss zusammenpassen und alles muss ein durchdachtes Konzept sein und es geht halt nicht auf. Wie ihr seht, habe ich 1000 Kanäle und auf allen findet alles statt und alles ist durcheinander und ich habe schon 1000 Mal versucht, neu zu sortieren, es geht einfach nicht. Weshalb ich jetzt alles auf einen Kanal ballern werde einfach. Und dann hatte ich mir überlegt, in die Titel zu schreiben, ob das Video Deutsch ist oder Englisch. Das ist für mich die einfachste Lösung erstmal. Aber ja, let me know how you feel about that. Was eure Ideen und Gedanken dazu sind. Ich habe jetzt 8 Minuten gelabert, hätte es wahrscheinlich in 2 Minuten erzählen können. But that's me. Goodbye und bis später, wenn ich die Kommentare lese.